Herzlich willkommen, meine lieben Luftzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann. Mein Name ist Sirut Sabine und gemeinsam schauen wir jetzt in die Vollmondenergie vom 18.09. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier mit dir in diesen doch sehr prägnanten Vollmond eintauchen darf. Wir haben einen Vollmond in den Fischen, wo es darum geht, in die Vergebung zu gehen und eine zusätzliche, noch vielleicht als Highlight, eine Mondfinsternis. Ja, die Finsternis-Season beginnt ein halbes Jahr ungefähr, reicht diese Energie in die Zukunft hinein. Du legst hier einen Samen. Ergebnisse sind in Reichweite. Und wir schauen jetzt, wie sich das Ganze hier für dich im Licht des Vollmondes ja zum Ausdruck bringen möchte. Bedenke bitte, dass das Ganze für 3 Sternzeichen ist, also sehr kollektiv, und es wird auch eine Fortsetzung zu diesem Reading geben. Ich schaue jetzt hier mit dir in eine Neunerlegung. Doch bevor wir das tun, holen wir uns mal eine Hauptenergie hier für Zwilling, Waage, Wassermann. Eine Hauptenergie hier zu diesem Vollmond mit Mondfinsternis im Sternzeichen Fische auf der spirituellen Ebene. Und ja, meine lieben Luftzeichen, die Wunder, der doppelte Regenbogen. Wunder sind jederzeit möglich und ich habe auch das Gefühl, meine Lieben, ihr initiiert hier Wunder in euch. Ihr taucht aus dem Dunkel hinein ins Licht, hinauf in höhere Sphären, in höhere Informationen, sodass Wunder hier fast schon an der Tagesordnung stehen hat. Das schauen wir uns mal an. Hupp, 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 hupp. Das ist hier alles durcheinander und viel zu viel. So, für Zwilling, Waage, Wassermann. Was ist das Thema zu diesem Vollmond? Worum geht es? Auch wieder 2, aber die nehmen wir. Oh, das Rad und der Page der Stäbe. Hier gilt es, etwas zu lernen, etwas zu verinnerlichen, einen nächsten Schritt zu tun, vielleicht einen nächsten Lernschritt ganz bewusst zu tun. Hier geht es um Kommunikation, hier geht es neue Erfindungen, höre ich. Das Rad, es möchte sich weiter drehen. Du lernst etwas über dich, über das Leben, das schauen wir uns gleich mal an. Du bist neugierig auf das, was sich hier ausdehnen möchte. Du bist vielleicht auch neugierig auf Wunder. Der Page der Schwerter oder überhaupt die Pagen, das ist immer so diese Lehrlingsenergie. Vielleicht lernst du hier eine neue Sprache, kommt gerade rein, finde ich spannend. Oder du lernst hier etwas über dich und deinen Weg. Du verinnerlichst vielleicht auch die Zyklen, die das Rad hier auch anzeigt. Vielleicht verstehst du auch dein Leben jetzt plötzlich komplett neu, weil du etwas über die Zyklen, Rhythmen des Lebens gelernt hast. Das ist ja mal spannend. Wir schauen, was liegt im Unbewussten? Die Herrscherin, auch bei dir, also sie ist jetzt in jedem Reading aufgetaucht und wir haben hier ja eigentlich genügend Karten, die sich zeigen, aber in jedem Reading. Auch das Rad war sehr oft zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob das auch in jedem Reading war, bei jeder Elementegruppe, aber die Herrscherin auf jeden Fall. Sie liegt hier im Unbewussten. Es ist dir vielleicht noch nicht ganz so klar, wie viel Kraft, Macht diese Herrscherin in dir hat, aber auch im Außen, denn sie steht ebenso für die Zyklen. Die Herrscherin deutet immer wieder auch einen 9-Monats-Zyklus an, weil in ihrer Energie auch die Schwangerschaft, das Leben gebären beinhaltet ist. Das Rad,
Es dreht sich in Zyklen. Wir gehen jetzt auch auf die Herbsttag- und Nachtgleiche zu, die dann in wenigen Tagen ist. Und ich bin durchaus begeistert hier mit den Wundern, die sich da für dich zeigen möchten. So, was liegt im Bewusstsein für die Luftzeichen? Im Bewusstsein. Was liegt im Bewusstsein? Das ist zu viel, aber hier ist reichlich Schwerterenergie. Acht Schwerter, Ritter der Schwerter, Ass der Schwerter. Ich glaube, dass du dich hier mit dem Pagen der Schwerter, der etwas Neues gelernt hat, aus einer alten Struktur heraus, wo du dich gefangen gefühlt hast, wo du dich vielleicht auch noch zurückgehalten hast, dass du da heraus trittst. Ach, guck mal, da kommen sie wieder, die acht Schwerter. Ja, und dass du hier etwas Neues über dich lernst, über deine Art zu kommunizieren, eine neue Weisheit, eine neue Erkenntnis, vielleicht auch, dass du nicht Gefangene einer Situation bist, dass du nicht handlungsunfähig bist, sondern dass du die Kraft und die Macht hast, dich auszudrücken und deinen Platz einzunehmen. So, die Karte habe ich jetzt wieder reingedreht, die hat sich nämlich gezeigt. Hier geht es darum, was liegt in der Vergangenheit und darf sich erlösen. Und wir haben hier die drei Stäbe. Im Grunde signalisiert die drei Stäbe deine Bereitschaft, dich dem Leben zu öffnen, deine Bereitschaft, jetzt das zu empfangen, was wichtig für dich ist. Hier, Ergebnisse sind in Reichweite und ich glaube, dass diese Ergebnisse zum Teil in deinem Bewusstsein, in deiner Erkenntnis schon angekommen sind und sich hier in Form größerer oder kleinerer Wunder oder Erkenntnisse auch schon gezeigt haben. Du bist bereit, das zu empfangen, was auf dich zukommt und ich glaube, dass du nicht mehr wartest, sondern dass du selbst hier in die Aktion auch hineingehst. Das Rad ist bedeutet Bewegung und der Page der Schwerter, der möchte einfach hier sein Gelerntes auch anwenden und das, was neu ist und was sich stärken darf, finde ich sehr spannend hier, ist die Königin der Stäbe. Sie zeigt dir nämlich, in welcher Form du deinem Leben jetzt hier Raum geben möchtest. Hier geht es um Wachstum, um Selbsterfüllung, hier geht es um Inspiration, um Kreativität. Hier geht es darum, dem Leben, Entschuldigung, Raum zu schenken und ich beniese es und ja, vielleicht offenbart sich dir ein Wunder in Form der Königin der Stäbe. Hier ist deine Leidenschaft geweckt, auch mit dem Pagen der Schwerter schon, deine Leidenschaft etwas Neues über dich, über die Welt, vielleicht auch über die Zyklen zu lernen, zu erfahren. Was ist denn unterstützend hier in diesen Wundern, in diesem Befreiungslernprozess? Was ist unterstützend für meine Luftzeichen? Die Gemeinsamkeit, die Zusammenarbeit, ich muss mal so ein ganz bisschen hier runterrutschen, das ist so weit oben. So, die Zusammenarbeit, die drei Münzen, ein neuer Auftrag kommt rein, eine neue Gelegenheit, eine neue Form von gemeinsam etwas erschaffen. Es kann auch der göttliche Auftrag sein, der dich jetzt hier unterstützt. Auch mit dem Pagen der Schwerter und dem Rad kannst du hier erkennen vielleicht, was du dir selbst für dieses Leben vorgenommen hast. Du arbeitest an etwas, du kreierst etwas,
Du bringst deine Erfahrung hier auch in die Welt, und auch wenn du womöglich dich hier noch sehr als Page fühlst, als Lehrling fühlst, so hast du doch schon etwas zu geben und du bekommst auch Hilfe und Unterstützung von außen in dem, was du jetzt hier lernen möchtest. Es kann eine Lerngruppe sein, das kann ein Workshop sein, der unterstützend für dich wirkt. Du probierst dich aus in einer kreativen Form. Kommunikation mit den Schwertern besteht ja nicht nur im Sprechen. Das kann Schreiben sein, das kann Kunst als Ausdruck sein. Hier lernst du etwas Neues. Und das, was klärend für dich hinzukommt hier, ist der Hierophant. Und auch da darfst du in gewisser Form etwas Neues lernen, etwas, was ja dir Klarheit bringt, denn der Hierophant kann hier alte Rituale, alte Dogmen, alte Regeln, Traditionen verkörpern, in denen du dich vielleicht in der Vergangenheit gefangen gefühlt hast, doch du erkennst jetzt auch in gewisser Form einen Sinn, weil eben diese Traditionen auch ein Energiefeld aufbauen, was dich unterstützen kann. Vielleicht in der Tradition etwas Schamanisches oder etwas Kreatives. Ich nehme gerade die Ahnen wahr, die hier noch ein Stück weit mit hineinspielen. Vielleicht gibt es da noch etwas zu klären, etwas zu vergeben. Ich glaube, dass du nicht länger wartest, dass du hier wirklich auch in die Aktion hineingehst, um das anzuwenden, was du hier lernst und auch gelernt hast. Der Impuls deiner Seele. Was ist der Impuls deiner Seele? Das ist zu viel. Halber Stapel. Da. Ja, sei geduldig mit dir, sei im Vertrauen mit dir, denn Ergebnisse sind in Reichweite, die Ernte steht kurz bevor, auch die Herrscherin spricht hier über die Ernte, das Erntedankfest, das Empfangen der Fülle, genau das haben wir hier auch. Sei geduldig mit dir, du wirst genau wissen, wann diese Früchte reif sind. Wir haben in der Diagonalen die 3 und die 7 Münzen, das ergibt die 10, das Rad. Oder eben auch die 10 Münzen, das kann hier auch ein stabiles Fundament ergeben für dich, auf dem du hier aufbauen kannst und so sich die Königin der Stäbe hier auch sicher fühlen kann. Spannend. Das Geschenk des Mondes, wow, die Auferstehung. Judgment, das Gericht, die Auferstehung. Meine lieben Luftzeichen, das, was ich hier unten drunter, wir schauen gleich aber auch in der Fortsetzung nochmal unten drunter, schon jetzt wahrnehme, ist, dass du hier wie an deinen Seelenauftrag erinnert wirst, dass du hier erkennst, dass du eine größere Botschaft mitgebracht hast, sich deine Seele hier bestimmte Lernaufgaben vorgenommen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du ein tiefes spirituelles Wissen gerade integrierst und durch dieses Integrieren dir diese ganzen vielen Wunder deines Lebens bewusst werden. Du hast vielleicht lange Zeit nach deinem Platz, nach deiner Richtung gesucht und jetzt sind diese Ergebnisse oder dieser Platz so in Reichweite, so in dein Bewusstsein gerückt, dass du hier wirklich gut nach vorne gehen kannst. Du spürst eine gewisse freudige Erwartung, eine Leidenschaft in dir
und bist bereit, hier wirklich alles hinter dir zu lassen. Die Herrscherin ist in sich angekommen, die geistige, spirituelle Welt hilft dir, unterstützt dich und vielleicht ist es sogar für den ein oder anderen hier wirklich eine tiefe Verbindung zur geistigen Welt, um eben auch Botschaften weiterzugeben. Vielleicht ist es für andere eine tiefe schamanische Erfahrung, weil das kommt auch immer wieder rein, gerade mit dem Rat, mit den Zyklen des Lebens, die eben auch in der schamanischen Tradition sehr miteinander verbunden sind. Wir schauen uns das an. Es geht um Aufstieg, auch raus aus diesen alten Mustern, raus aus dem Gefühl, dass du handlungsunfähig bist, hinein in die Eigeninitiative, die dich voranbringt, die aber eben auch andere unterstützt. Du hast geduldig an dir gearbeitet, du arbeitest weiter an dir, du weißt, dass es Schritt um Schritt nach vorne geht und dass sich Wunder einfach auch in jedem Augenblick entfalten. Absolut genial, absolut kraftvoll, tiefe spirituelle Erfahrungen erwarten dich, liebes Luftzeichen, und ich, ja, tauche jetzt mal, so du magst, mit dir gemeinsam in die Fortsetzung, um mal zu schauen, was sich da für dich öffnen möchte. Die Links unten in der Videobeschreibung im ersten Kommentar. Ich freue mich auf dich und ich bin sehr gespannt.